New Year, New Me. Ich bin jetzt unter die Hipster gegangen. Ich meine das Outfit nicht ernst, okay. Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Okay. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch ins neue Jahr, in 2019. Jetzt geht die Zeit wieder los, wo man das Datum auf seine Arbeitsblätter falsch draufschreibt, dann die 8 durchstreicht und dann die 9 hinschreibt. Aber ja, na, voll lustig, noch nie gehört und wird's okay. Ich habe heute wieder Stories für euch mit einem Special Guest sogar auch wieder dabei, mal wieder. Wer auch Stories zum Thema LGBTQ+ zu erzählen hat, kann sie gerne an die E-Mail-Adresse in der Videobeschreibung schreiben. Und dann würde ich sagen, wir reden auch nicht weiter drum und fangen direkt an mit der ersten Story. Hallo Annika. Mir ist klar, du hast wahrscheinlich viel zu viele von diesen Nachrichten bekommen. Ist also völlig okay, wenn du das nicht liest. Falls doch, viel Spaß. Du hast es sogar in einem Video geschafft noch. Ich bin jetzt 23 und habe mir das mit dem auf Mädchen stehen erst Ende letzten Jahres eingestehen können. Ich habe halt nie viel ausprobiert mit Jungs, weil ich merkwürdigerweise nie Interesse hatte. Ich meine, alle Jungs, die Interesse hatten, waren halt schon meine Kumpel, mit denen ich immer gezockt habe oder im Kino irgendwelche Actionfilme geschaut habe. Im Nachhinein gab es gewisse Anzeichen, die mir eventuell hätten klarer sein können, wie, ja okay, er sieht super gut aus, ist der netteste Mensch überhaupt, sportlich, charmant, witzig und klug und alle meine Freunde sind hin und weg und freuen sich für mich, dass er mich so offensichtlich mag. Und ich hoffe einfach nur, dass es bald 21 Uhr ist, was meiner Meinung nach eine völlig legitime Zeit ist, um sich zu entschuldigen, weil ich in 4 Wochen eine Arbeit schreibe und ich wirklich, wirklich anfangen muss zu lernen. Und nein, bitte schreib mir nicht zu viel auf WhatsApp. Ich brauche schon meinen Freiraum. Wie kann er es auch wagen, mir einfach einen schönen Morgen zu wünschen? Sauerei, Mensch. Immer diese netten, aufrichtigen, charmanten, klugen, witzigen Menschen, auf die man dann einfach nicht steht. Kenn ich. Nein, Spaß, mich mag niemand. Okay, lange Rede, keinen Sinn. Der Prozess meines Coming-Outs, vor allem der von mir selbst, war lang. Ich habe zuerst für mich selber, nach 4 sehr unglücklichen Versuchen mit oben genannten Prince Charming gewisse Dinge auszuprobieren, festgestellt und akzeptiert, dass ich in meiner Zukunft keine glückliche Beziehung mit einem Mann sehe. Dann kam die von vielen bekannte, vielleicht bin ich ja Bi-Phase. Aber jetzt mal ehrlich, nur weil ich immer nur auf weibliche Schauspielerinnen in Filmen und Serien achte, heißt das ja nichts, oder? Frauen sind halt schön und witzig und riechen gut, sind weich und einfühlsam und bestimmt küssen sie auch besser. Vielleicht würde ich ja zur Abwechslung sogar mal etwas von diesen tollen Sachen fühlen, von denen immer alle erzählen, die für mich aber nie Sinn ergeben haben. Das Problem für mich war immer, dass ich mir einfach nie so sicher war. Also ich war mir schon sicher, was die Männer anging, aber ich hatte ja nie was mit einer Frau. Wie kann ich mich dann outen, wenn ich selbst voller Zweifel bin? Die Frage hast du dir wahrscheinlich irgendwann schon selbst beantwortet, aber das ist zum Beispiel auch so eine Frage, die ich in dem letzten Video beantwortet habe. Ich verlinke euch das mal oben in der Infobox. Easy, man fängt mit den besten Freunden an. Davon habe ich 4 und da lief alles super. Ich war nervös und unsicher und meinte auch nur, ja, also ihr wisst ja, mit Jungs und so, und ich habe da mal überlegt und es hat sich immer so falsch angefühlt. Und ganz ehrlich, es war furchtbar unangenehm und ich habe einfach nur gehofft, es ist bald vorbei. Und also, was ich sagen will, du bist lesbisch. Also ja, so direkt würde ich das jetzt nicht formulieren. Das ist jetzt ein bisschen krass formuliert. Also ich würde einfach sagen, ich würde gerne mal mit einer Frau zusammen sein. Und dann hatten wir eine Gruppenumarmung, die ich schnell beendet habe, weil das echt nicht mein Ding ist. War aber dennoch sehr befreiend, auch wenn ich immer noch super unsicher war. Hier erzählt sie noch von Outings vor den meisten ihrer männlichen Kollegen oder Freunden. Ich mit neu gefundenem Selbstbewusstsein, fake it till you make it und so. Ich bin lesbisch. Hä? Also, hattest du mal was mit einer Frau? Nein, aber... Und woher weißt du das dann? Naja, merkt man ja. Und hattest du mal einen Freund? Nicht direkt, aber ich habe da mal einen Typen kennengelernt. Vielleicht hast du auch noch nicht den richtigen kennengelernt. Man muss ja ausprobieren. Ja, schon, aber... Also bist du dir gar nicht sicher? Das habe ich gar nicht gesagt. Es ist nur... Also bist du Bi. Okay, tschüss. Mit lesbischen Grüßen, Julia. Dankeschön, Julia, für deine Story. Hat mich sehr amüsiert, das alles durchzulesen. Sie hat noch viele andere Sachen geschrieben, aber das wäre dann alles dann doch irgendwie zu lange für ein Video. Denn ich habe noch ein Outing für euch und dafür habe ich Kostas vor die Kamera gesetzt und ihn einfach sein Outing erzählen lassen. Ich würde sagen, ich springe jetzt einfach mal zu Kostas rüber und dann spiele ich seine Geschichte nach. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich nie so ein richtiges krasses Outing hatte, was man vielleicht wirklich so als Outing bezeichnen könnte. Also ich würde damit sagen, es gab nie den Moment, wo ich zu meiner Mutter gegangen bin und gesagt habe, Mutter,
ich mag Schwänze so. Wobei ich so sowieso niemals gesagt hätte, aber ich meine, dieser Moment kam einfach nie. Weil ich hatte halt vorher eine Freundin. Meine Mutter dachte, glaube ich, auch bis dahin, dass ich hetero bin, was ich eigentlich ein bisschen weird finde, weil sie, als ich das erste Mal so auf Pornoseiten unterwegs war, habe ich mir mal so eine Pornoseite aufgeschrieben und die so unter meine Tastatur gelegt, die sie natürlich gefunden hat und dann nachgeguckt hat. Und da hat sie mich schon zur Rede gestellt, aber ich war so... Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, aber wirklich irgendwie haben wir danach nie wieder drüber geredet und sie dachte wohl, okay. Aber als ich dann mit meinem Freund zusammenkam, dann war es irgendwann nicht mehr versteckbar. Also ich habe vorher schon mal mit Boys irgendwie rumgemacht und so, aber sowas erzählt man seiner Mutter ja auch nicht, ne? Es ist ja wirklich so, das sind ja Dinge, über die man jetzt nicht unbedingt mit denen redet. Und am Anfang war es so, dass meine Mutter mal noch dachte so, ja, okay, die beiden sind... Friends. Das ist so eigentlich richtig Klischee und weird, aber wir haben zusammen so eine Schwulenserie geschaut. In der Zeit, wo wir uns angenähert haben und wo ich auch mal langsam auf mein Leben und meine Sexualität klargekommen bin. Dann ist er zu mir gekommen und dann hat er die bei mir gelassen, weil wir eine Fernbeziehung hatten und wir uns ja immer nur am Wochenende gesehen haben. Und dann hat er gesagt so, yo, kannst du ja dann anschauen und sowas. Und die hat meine Mutter dann gesehen und dann war sie so, was ist hier los? Und sie dachte, sie hat wirklich zu mir gesagt, versucht er dich von irgendwas zu überzeugen? Also versucht er dich da in irgendwas reinzureden? Oder als wäre es so eine Therapie, er zeigt mir so diese Videos und ich bin so, oh, es wirkt so. Mann, ich glaube, sie war einfach wirklich verwirrt, weil sie nicht so richtig wusste, wie sie mich einordnen soll. Ja, aber dann habe ich ihr irgendwann gesagt, ja, wir sind halt mehr als nur Freunde, ne? Und mit meinen Freunden, ja, gab es tatsächlich so das, was, glaube ich, jeder schwule Junge kennt. Es gab die, die so gesagt haben, was? Und einige waren natürlich so, ach, was? So wussten wir schon, seitdem wir dich kennengelernt haben, ne? Warte, ich will noch ganz kurz von meinem Opa erzählen, okay? Nee. Na gut, dann nicht. Meine Mutter hat irgendwann so zu meinem Opa gesagt, yo, er zieht jetzt weg, ne, nach Berlin mit seinem Freund zusammen. Und mein Opa war so, ja, ja. Und meine Mutter so, weißt du, was das bedeutet, sein Freund? Und mein Opa war einfach so, ja, aber der ist doch voll süß und der ist nett und die beiden sehen so glücklich aus zusammen, also freuen wir uns. Und ich denke mir so, richtig schön. Schön. Thanks a lot. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal an Costa, dass er seine Coming-out-Story ein weiteres Mal erzählt hat. Ich kenne das nämlich. Egal auf welchem Kanal man zu Gast ist, man muss immer über sein Outing reden. Das war auch quasi wieder eine Kooperation mit Costas. Wir haben nämlich auf seinem Kanal noch ein Video zusammengedreht. Das könnt ihr hier angucken. Dort haben wir auch wieder über Klischees geredet, also nochmal alle restlichen Kommentare beantwortet, die noch offen waren auf Twitter. Und hier kommt ihr zum letzten eure Stories-Video bei Okay. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Und wenn ihr abonniert, dann sehen wir uns im nächsten Video. Okay, tschüss.